Gemeint Binigen hat sich in der Corona-Zeit etwas Besonderes einfallen und die Aktion Solidarität jetzt ins Leben gerufen. Mit dieser Aktion sind seitens Gemeinde älteren Mitmenschen Hilfeleistungen wie Einkäufe und so weiter angeboten worden. Das in Anspruch genommen hat unter anderem der Erich Zumbach, Präsident der Wohngenossenschaft Waldeck an der Bobmigerstrasse. Und er hat sich enorm gefreut. Es sind effektiv hier alles ältere Leute. Wir haben ein Durchschnittsalter hier von um die 75, 76 Jahre. Und was dann geheissen hat, dass die älteren Leute nicht mehr dürfen in den Detailhändler, zu den Grossverteilern einkaufen, wären wir effektiv in ein grosses Problem hineingelaufen. Wir haben dann ganz am Anfang, als wir hier mit dieser Problematik konfrontiert worden sind, habe ich mich dann befasst mit Möglichkeiten, mit Alternativen. Was können wir? Wir haben bei den Grossverteilern geschaut, im Internet, die bringen die Sachen. Coop und so weiter sind auch in der Lage, waren in der Lage, um die Sachen zu bringen. Und ich habe dann einmal einen Probegalopp gemacht und versucht, eine größere Bestellung aufzugeben. Ich bin überhaupt nie in das Internet hineingekommen. Verschwiegen dann noch, hätte ich etwas aufgeben, zum Bestellen. Und als ich dann endlich einmal das alles auch machen konnte, jetzt heisst es, Coop 4 Wochen. Also, das war ein unhaltbarer Zustand gewesen. Und dank der Gemeinde Binigen, muss ich sagen, da sind wir dann sehr erfreut darüber, wo uns dann ein Brief erreicht hat, dass eine Gemeinde jemand zur Verfügung stellt, wo uns hier unter die Arme greift und gewisse Kommissionen für uns macht. Jetzt haben Sie das sehr interessant skizziert. Sie hätten bei Grossverteiler 4 Wochen auf Lebensmittel müssen warten. Selbstredend, dass das nicht funktioniert. Wie ist denn das abgelaufen? Da wohnen ja mehrere Dutzend Leute in dieser Genossenschaft. Ist denn da schon fast ein Lieferwagen vorgefahren im Endeffekt? Nein, wir haben es so gemacht, dass sobald ich gewusst habe, dass die Gemeinde das macht und ich davon habe, dürfen ausgehen oder müssen ausgehen, dass nicht alle den Artikel in der Zeitung lesen, wo das Angebot gemacht worden ist, habe ich es dann von mir aus so gemacht, dass ich alle unsere Mieter geschrieben habe, dass so ein Service besteht. Und habe dann gesagt, sie sollen doch das auch in Anspruch nehmen. Also eine wunderbare Geschichte. Jetzt, Herr Zumbach, die Aktion endet Ende Mai. Ein weinendes und ein lachendes Auge. Ein lachendes, weil sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, ihr werdet den Service hier in eurer Genossenschaft vermissen. Da werden wir wirklich sehr vermissen. Und zwar meine Frau freut sich natürlich auch wieder selber können einzukaufen. Da sieht man, was eigentlich der Markt anbietet zurzeit. Hingegen, wenn man da nur drauf schreibt Banane, weiß natürlich die Dame, die uns die Banane holt, weiß die ja nicht, sind das jetzt kleine Bananen, sind das lange Bananen oder sind das Bio-Bananen und so weiter. Man hat also schon sehr detailliert müssen aufschreiben, was man gerne hätte. Aber die hat das eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat sie es eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht. Und vor allen Dingen hat sie es frische Ware gebracht und nicht nur das, was zuvorderst gesehen ist im Regal. Ja, das ist schon so. Wie beurteilen Sie den zwischenmenschlichen Aspekt bei diesem Thema? Ich nehme an, da hat es durchaus die eine oder andere neue Bekanntschaft oder sogar Freundschaft gegeben. Da bin ich jetzt fast dankbar für die Frage, weil es ist in der Tat so, die Dame, die uns das gebracht hat, das war so eine aufgestellte Person. Wir haben eine Menge Textwechsel, wir haben viele Sachen miteinander können besprechen. Hier unter dem Fenster war es noch ganz lustig. Und wir sind eigentlich mit dieser Dame so gut zufrieden gewesen, dass wir gesagt haben, so, jetzt laden wir sie, sobald die Corona-Zeit dann rum ist, mit ihrem Mann zusammen, unbekannterweise notabene, tun wir sie dann gerne mal einladen zum Nachtessen als Dank und Anerkennung für ihre Leistung, die sie hier erbracht hat. Wir müssen natürlich schon auch sehen, dass die Person, die hier die Einkäufe machen kann, sich ja auch an einer gewissen Gefahr aussetzt. Und sie hat müssen Lasten tragen. Also das war auch nicht für sie so ganz einfach gewesen. Aber wir haben das Möglichste daraus gemacht. Und als Anerkennung haben wir jetzt gesagt, wir möchten das so machen. Wir werden demnächst, sobald das, wie gesagt, vorbei ist mit dem Corona, möchten wir die Einladung dann
machen und durchführen. Ja.